Und diesmal dreht sich alles um die My Little Box. Die My Little Box ist auch gerade wie die Schön-für-mich-Box eingetrudelt und ich drehe die Videos in einem durch. Ich finde es immer ganz schön, wenn man einmal anfängt, dass man die Idee direkt alle abdreht. Und das sind ja meistens Uncut-Videos. Wenn das nicht schwerwiegende Fehler sind, geht jetzt Video so durch. Und ich freue mich in Bed with Books, also im Bett mit Büchern. Gut, jetzt bin ich einer, der liest Bücher immer über mein Handy, über die Kindle-App. Ja, genau. Ich bin tatsächlich letzten Monat enttäuscht gewesen, weil es hieß, dieser Ring, der fehlte in der My Little Box, der kommt nach. Der ist aber bis heute bei mir nicht eingetrudelt. Deswegen habe ich auch kein Video gemacht. Ganz ehrlich, wenn die Produkte nicht vollständig sind, zeige ich sie nicht. Ich finde das sehr wichtig, dass man irgendwie alles, was drin ist, auch direkt zeigt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt tatsächlich diese Box ja eingetrudelt ist. Das Besondere an der My Little Box ist nicht der Wert, sondern das Design. Die Sachen sind oft so schön durchdekoriert, verziert, mit Farben, mit Formen. Und das ist jetzt so wirklich so ein bisschen herbstlich gehalten. Ich finde das sehr niedlich und ihr habt auch hier wieder ein schönes Schleifchen dran. Das steht auch direkt hier so My Little Box dran. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Ja, Sternchen. Und ich würde sagen, wir machen es einmal auf. Ich werde heute nicht 3, 4 Videos hochladen. Ich werde jetzt heute das von Schön für mich und das hier hochladen. Und dann überlege ich nochmal über den Adventskalender, ob ich den zeige. Da muss ich mir erstmal einig werden. Und hier ist quasi so ein Deckblatt drin gewesen. Sehr süß. Und das Schöne ist eben, dass ihr das hier wirklich in so kleinen Behältern immer habt, in so schönen Stoffsäckchen. Und tatsächlich ist die My Little Box immer schwierig vom Wert zu ermitteln, weil einfach es sind oft so spezielle Produkte nur für My Little Box hergestellt und deswegen kann man das oft nicht ausrechnen, was das für einen Wert hat. Und dann haben wir hier einmal Twisted. Und ich habe mich jetzt nicht vorher, gestern oder vorgestern ging schon im Video online, spoilern lassen. Das heißt, ich weiß nicht, was drin ist. Aber das sieht geil aus. Guckt euch das bitte an. Das sind tatsächlich wunderschöne Ohrringe und da bin ich jetzt schon Fan von. Leider kann ich unechten Schmuck nicht tragen. Also ich kann eher so Pure Lay Eyequash tragen, weil die eben gehen als Allergiker. Aber ich finde es trotzdem total süß. Ich versuche es jetzt gerade nochmal rauszunehmen, damit ich es euch ein bisschen besser zeigen kann. Aber ich glaube, das sieht man ganz gut. Es sind eben goldene Ohrringe. Ich glaube, es ist schade für alle, die keine goldenen Ohrringe tragen, dass sie dann ein Produkt haben, was nicht gefällt. Aber das kann man sich manchmal auch in diesen Boxen nicht aussuchen. Das nächste, was wir haben, ist ein Face Relax Deluxe. Und das ist so hübsch gemacht. Die kostet, glaube ich, 17,95 Euro, die My Little Box. Und das ist die einzigste Box, die es bei mir geschafft hat, dauerhaft drin zu bleiben. Zum Beispiel ist bei mir die Glossy Box rausgeflogen. Das erzähle ich ein anderes Mal. Und zwar haben wir da einmal so ein, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Jadestein ist. Okay, kleinen Moment. Das ist einmal so ein fürs Gesicht. Das hatten wir schon ganz oft in der Glossy Box, aber leider bin ich da nicht so begeistert von. Ich mag es auch nicht, ich benutze auch nicht, ich tue es immer zur Seite, verlose es oder gebe es ab. Also das macht mich tatsächlich nicht glücklich. Sowas gibt es zum Beispiel auch von Rosenthal. Die hochwertigere Marke, die hat dann auch richtigen Jadestein drin. Das finde ich schon interessanter. Das hier fühlt sich auch hochwertig an, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Dann haben wir einmal Win Move and Chill. Allein das Design bzw. die Art der Verpackung ist schon richtig mega. Ich befürchte, es ist eine Handcreme. Mini Nail Polish Eraser Cream. Okay. Das Schade ist, dass da immer kein Infoheftchen ist, was es genau ist. Aber wenn das ein Eraser Cream ist, ist es ja sowas wie ein Nagellackentferner. Also ich bin ganz ehrlich, ich gucke dann später die anderen Videos und erkundige mich nochmal darüber. Aber total süß. Dann das nächste. Da habe ich gerade mich voll gefreut, weil ich liebe diese Marke. Die haben eine Sauerkirschmarmelade und das hier ist eine Erdbeerkonfitüre. Und die Sauerkirsch, die ist von dieser Firma richtig, richtig mega. Also die ist richtig lecker und deswegen, wenn ich manchmal dran denke, kaufe ich mir sie. Viele kleine Sachen drin. Die haben normalerweise auch immer nur, ich glaube, 5 Sachen oder so drin. Und zwar haben wir hier einmal ein 101 Multibime. Okay.
Coconutter. Okay. Ich bin ganz ehrlich, manchmal müsste ich, glaube ich, eher erstmal die Videos gucken, aber ich finde es eigentlich auch so ganz schön. Ich Banana White Eye Cream, also eine Bananenaugencreme. Wer kennt sie nicht? Allseits beliebt, unsere neue Bananenaugencreme. Holen wir direkt mal raus aus der Verpackung? Nein, holen wir nicht. Doch. Ich krieg's nicht raus. Aber was ist alles? Es gibt eine Bananenaugencreme. Und jetzt sehen wir das mal, das ist so klein. Also so ein mini, mini, mini Produkt. Und dann ist tatsächlich dieser Beutel schon leer. Und dadurch, dass ich zu 90 bzw. 95% Uncut-Videos drehe, kann es auch mal sein, dass mir irgendwie was hinfällt und ich es aufheben muss oder dass mal irgendeine andere Panne sprachlich passiert, dass ich etwas falsch betitel und so. Aber dann vergibt es mir. So, und was haben wir da? Ein George de Aventure. Ja, genau. Sagt mir alles. Ich wünschte... Ah, warte mal, wir haben hier, wollen wir abbauen, flüssiger Eskapismus. Hier unser Lieblingsrezept für, ist das tatsächlich Lebensmittel? Eine Tasse. Wie geil ist das denn bitte? Was haben die denn heute hier im Programm? Erst hier dieser Marmelade, dazu noch ein Tässchen, aber hier auch richtig süß, schaut mal bitte mit diesem My Little Box Aufdruck. Ich finde es mega niedlich, also tatsächlich, die ist ja auch gar nicht so einfach verarbeitet, die sieht richtig schön aus und manchmal denke ich so, okay, was soll denn hier drin sein, weil ich es nicht übersetzt kriege, also manchmal kann man es ja so ein bisschen ableiten, was das ist und dann steht hier irgendwie so ein Rezept drauf und ich denke schon, haben die vielleicht so eine Creme oder so, so ich warte, Schokoladencreme, die du mit irgendetwas anrühren kannst. Und dann haben die da eine Tasse drin. Wie geil sind die bitte drauf? Es ist natürlich eine Box, wo die speziell ist. Das ist immer bei der My Little Box. Das ist einfach so, man muss dieses Verspielte mögen. Man muss es mögen, das auszupacken und es hat so eine Verpackung. Man muss es mögen, dass da auch Produkte drin sind, die vielleicht keiner kennt und die sie reintun und... dass man das so ein bisschen ausprobiert. Aber ich finde, die haben unheimlich viel Humor, wenn die anfangen, hier eine Marmelade und dann eine Tasse reinzupacken. Und ich finde das voll süß. Demnächst, wenn ich dann in meiner neu bearbeiteten Ecke, die ich ja hier gestaltet habe, dann mache ich hier nämlich die Tasse und dann mache ich mir da Kaffee rein und dann komme hier. Yvonne holt die Maus raus. Ich präsentiere ihnen die My Little Box und dann geht's ab. Ja, jetzt werde ich verrückt. Wie süß, da ist sogar noch was Kleines reingedruckt. Ich gucke einmal kurz. So ein Petit. Süß. Ist natürlich eine französische Box. Ich kriege das manchmal nicht übersetzt. Aber ich mag sie. Trotz all dem, was immer mit den ganzen Boxen ist, es ist manchmal schwierig. Aber zum Beispiel die My Little Box hat nämlich nicht... Doch, die My Little Box hat versprochen, die werden in Zukunft alles, was sie... in den Boxen haben wollen, 6 Monate im Voraus bestellen, so dass es nicht passieren kann, wenn sie eine Box versenden wollen, dass sie die Produkte nicht haben. Und das finde ich tatsächlich eine weise Entscheidung, weil es kann nicht sein, dass ich sag mal, Boxen ankommen und da fehlt jetzt ein Teil drin. Bis sie das dann geordert haben, bis es hier ist und vielleicht wird es durch Corona gar nicht durchgelassen oder so, sollte es besser anders sein als dieses hier. Aber das war's von mir. Ich zeige euch einmal die Produkte wie üblich einmal hoch. Da haben wir einmal dieses Multibein. Dann einmal den Bananen, die Bananen-Augencreme. Die ist sicher mega gut. Einmal die wunderschöne Tasse, wo ich nicht wusste, was es sein soll. Einmal Remove and Chill. So, das Beutetchen war auch noch dabei. Und natürlich... einmal diesen hier. Und warum ich das die ganze Zeit abhalte, also festhalte, weil ich es kaputt gemacht habe im ersten Moment. Das ist so typisch. Ich habe es direkt zerstört und ich habe dann gedacht, halt das erstmal so rein. Sieht keiner. Okay, das war's von mir. Ich glaube, ich habe jetzt alles gezeigt. Ach ja, die Erdbeermarmelade. So mini im Vergleich meiner Hand. Marmelade, aber ich finde es cool. Ich finde es mega mit einem leckeren Croissant passt das ganz gut.
So, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.